Ja, der Sieger bei der Bachelorette steht fest. Also erstmal muss ich gleich von Anfang an sagen, die Bachelorette hätte gar keine Chance bei mir, weil ja einfach ist so. Ja, erstmal, ja, sie ist ja Mutter, sie hat ein Kind. Dann glaube ich einfach so, wie sie schon guckt, würde mich das nicht, weiß nicht, finde ich, weiß nicht, ob mich das anziehen würde. Da müsste sie schon irgendwo nackt irgendwo sitzen. Ja, und dann müsste sie auch nett sein. Also würde es da einmal ein Gezecke geben, dann würde ich gleich hier rückwärts gehen, weil es ist nämlich so, dass nur die Pussys, also die Männer, die praktisch Weicheier sind, dann da noch hinterherlaufen würden. Also wenn sie einmal zicken würde oder nur einmal irgendwie, ja, es böse meinen würde, dann wäre sie schon unten durch. Das ist so. Also bei mir geht es aber schnell. Und ja, ich meine, gut, man kann diskutieren mit einer Frau, aber kommt eine Frau mit ihren Shit-Tests, oh mein Gott, das ist so gemein, das ist einfach unnötig. Das ist einfach so, ja, ich finde es dumm. Ich finde Frauen, die mit Shit-Tests kommen oder mit irgendwelchen Sachen und dann nicht antworten oder so komisch sind und einfach ihr Gehirn mal austauschen sollen, so aussourcen oder wie nennt man das, eine Cloud reinpacken, so mit mehr Wissen oder ja, einfach, ja, Wissen ist Macht, sagt man, ne? Aber ich glaube, so, das hat die Bachelorette. So, wenn ich die so sehe, dann habe ich das Gefühl, da ist nicht viel Wissen.